Jahr für Jahr steigen die Dividenden um 10% und mehr, aber für uns, die Beschäftigten, die die Gewinne erarbeiten, sind angeblich schon 6%. 6%, das ist wichtig, 6%, das ist drin, und die 6%, die haben wir uns erarbeitet. Wachstum im Inland und im Ausland. Steigerung der Umsatzrendite, Steigerung der Produktivität. Ja, und was wollen wir? Eine angemessene Entgeltsteigerung. Plötzlich haben wir einen Pflegefall in der Familie und der Körper und der Geist sind auch keine Maschinen. Die Arbeitgeber behaupten immer, es gäbe schon genug Flexibilität für die Beschäftigten. Aber ihr wisst selbst, dass das nicht stimmt. Und das bedeutet Vollzeit plus Überstunden plus Leistung plus Flexibilität. Das und dieses Prinzip, das wollen wir durchbrechen, Kolleginnen und Kollegen. Deshalb fordern wir eine Wahloption, die Arbeitszeit nach unseren Bedürfnissen verkürzen zu können. Denn wir sind keine Kostenstellen oder Nummern auf zwei Beinen. Wir sind Menschen mit Familien, mit Freunden, Verpflichtungen, aber auch mit Plänen und Träumen. Und wir wollen es nicht länger hinnehmen, dass die Arbeitgeber nach Gutsherrenart über unser Leben bestimmen wollen. Kolleginnen und Kollegen, ihr wisst, das Leben läuft nicht immer geradeaus.